Ja, Freunde, ganz kurzes Video aus dem Elektroniklabor. Es geht um eine TomTom-Navigationshalterung mit Elektronik drin und die ist kaputt. Thomas hat mir die gegeben und ja, schauen wir mal rein. Ja, es handelt sich also um so ein Gerät. Es ist jetzt schon zerlegt. Leider kann ich euch nicht zeigen, wie man es zerlegt, aber ich kann euch vielleicht zeigen, wie man es wieder zusammenbaut. Ja, das ist so eine Drehhalterung von TomTom. Das sind hier schon die Einzelteile. Thomas war gestern oder vorgestern da, wir haben das kurz auseinandergebaut. Das hier ist die Leiterplatte, die da drin ist. Und zwar zeigt die jetzt mit den Kontakten nach unten, deshalb kann man die Kontakte nicht sehen. Ich habe hier mal die Leitung, die da normalerweise angeschlossen war, diese zwei Drähte. Das ist dieser Steckverbinder, den ihr vielleicht kennt. Könnte sein, dass das TomTom Original ist. Den Steckverbinder habe ich abgelötet und habe hier meine 12 Volt über so Klebs-Anschlüsse angeschlossen. Rote, schwarze und bloßes Minus, ist klar. Das hier sind die Ausgangspins. Da habe ich den Fehler ist also, dass die Ausgangsspannung sehr geschwankt hat und einen ziemlichen Sägezahn geliefert hat. Ungefähr von einem halben Volt auf der eigentlichen 5 Volt Spannung, die oben drauf war. 5 Volt ist die Spannung, die es liefern sollte und der Sägezahn gehört natürlich nicht hin. Ja, und bei der geringsten Belastung bricht das Ding also komplett auf Null zusammen. Und der Fehler ist also dieses kleine grüne Bauteil, welches ihr jetzt gerade in der Mitte seht, was so etwas unter dem TomTom-Label ist. Also ich gucke mal, ob ich da dran komme, ob ich hindeuten kann, ob das geht. Also dieses Bauteil, das ist eine selbstrückstellende Sicherung. Die liegt in der Plusleitung. Hier ist also die Plusleitung und diese Sicherung kommt also direkt hinter der Plusleitung und versorgt dann die Elektronik. Diese selbstrückstellende Sicherung sollte normalerweise um die 0 Ohm haben, also einen Kurzschluss darstellen, wie das halt eine Sicherung so tut. Aber diese selbstrückstellenden Sicherungen haben die Eigenschaft, dass sie manchmal kaputt gehen. Sie werden also hochohmig. Und genau das ist mit der hier auch passiert. Ich hatte sie schon ausgelötet, habe schon eine Kurzschlussbrücke bzw. 0 Ohm Widerstand reingelötet. Ich habe es jetzt, um euch das nochmal zu zeigen, kurz wieder eingelötet. Und jetzt kann ich euch den Fehler nicht mehr zeigen, weil durch das Aus- und Einlöten ist diese selbstrückstellende Sicherung also jetzt ganz kaputt gegangen. Sie hatte vorher 18 Kiloohm und hat deshalb die ganze Schaltung durcheinander gebracht. Jetzt hat sie eine komplette Unterbrechung. Das heißt, ich habe es jetzt nur noch wieder eingelötet, um euch das zu zeigen. Und ich löte jetzt wieder aus und mache dann 0 Ohm Widerstand an dieser Stelle rein, weil ich diese selbstrückstellende Sicherung gerade nicht da habe. Und damit ist das Ding eigentlich wieder funktionsbereit. So, ich habe es also an dieser Stelle den 0 Ohm Widerstand eingelötet. Der ist zwar keine Sicherung, aber na gut, so what. Also, hier ist er jetzt. Eigentlich ist es auch eine Sicherung, weil so ein 0 Ohm Widerstand ist auch nicht beliebig strombelastbar. Für diese Schaltung ist es aber allemal gut. So, wenn ich die Spannung jetzt einschalte, haben wir eine saubere 5 Volt anliegen, ohne Ripple. Vorher war der Ripple hier ungefähr bis hier runter, ungefähr so ein Zickzack saß hier drauf. Das ist also jetzt mit ca. 25 Ohm belastet, also mit ein paar Milliampere. Ich habe hier also einfach einen Widerstand dran gehängt, damit das nicht im Leerlauf ist, sondern ein bisschen unter Last. Ja, jetzt ist es wieder gut, jetzt kann ich meine Drähte wieder ablöten. Von der anderen Seite sieht das Ding so aus. Hier sieht man die zwei Kontakte, die aus dem Gehäuse normalerweise rausragen, wo das Navi drauf sitzt und er den Kontakt zum Navi selbst gibt. Das ist diesen Chip, den man hier unten sieht, das ist der eigentliche Spannungsregler. Hier oben sind auch zwei Dioden, Spulen und sonstiges Zeug, wie halt so ein Spannungsregler aufgebaut ist. Ja. Also falls ihr das Problem mal habt, dass euer TomTom-Ladesystem nicht mehr funktioniert, kann es an diesen gefederten Kontakten liegen. Dazu gab es auch mal ein Video von mir mit Willi. Der hatte dann auch ein Problem mit so einem gefederten Kontakt, der ausgebrochen war. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist es also ganz prima. Und wenn die Kontakte ganz prima sind und keine Probleme machen und das Ding funktioniert trotzdem nicht, dann, wie gesagt, kann es an diesem Bauteil liegen, an dieser selbstrückstellenden Sicherung, die hochohmig geworden ist. Ich benutze in meinen eigenen Produkten auch selbstrückstellende Sicherungen, deshalb kenne ich das Problem. Die sind zwar relativ zuverlässig, aber eine von 1000 geht im Laufe ihres Lebens kaputt. So, ich habe jetzt den Deckel mit dem richtigen Kabel wieder angeschlossen. Und baue es wieder ins Gehäuse ein, dann kann es wieder benutzt werden. Ja, Freunde, das soll es für dieses Video gewesen sein, als Quick-Tipp zum, was haben wir heute, Mittwoch, glaube ich, für diejenigen, die vielleicht Probleme mit ihrer TomTom
Navi-Halterung haben. Ladehalterung oder wie man es immer nennen mag. Bis demnächst bei Zams Channel.